Krisenmodus, das ist das Wort des Jahres 2023. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mit. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Bildungsmiserie und auch der Terror der Hamas in Israel. Der Ausnahmezustand ist zum Dauerzustand geworden, erklärte Geschäftsführerin Ewels zur Begründung. Auf dem zweiten Platz landet Antisemitismus, dahinter leseunfähig. Die Wörter des Jahres sind eine Art sprachlicher Jahresrückblick auf das gesellschaftliche und politische Geschehen. Im vergangenen Jahr war ja Zeitenwende zum Wort des Jahres gekürt worden. Damals hatte Olaf Scholz dieses Wort geprägt.